Es geht der Zauberkünstler Zammo auf Tournee, es friert das Paulchen sehr im tiefen Schnee. Es kommt der Taxifahrer und erlebt sogleich des Zaubermeisters Zammos besten Streich. Dass er in Zammos Reisekoffer steckt, hat Taxifahrer Kruse tief erschreckt. Der Paul, der vor dem Fenster steht und diesen Koffertrick erspäht, der hätte, wenn er kurz nur nachgedacht, den großen Fehler sicher nicht gemacht, in eines Zauberkünstlers Haus zu steigen. Dass es ein Fehler war, wird sich gleich zeigen. Denn ist zum Beispiel plötzlich weg das Feuer, ist ganz bestimmt die Sache nicht geheuer. So ein widerlicher Hase. Oder war es ein Karnickel? Nanu, was ist das für ein komischer Spiegel? Man geht nach rechts, das Spiegelbild nach links. Na sowas jetzt nicht mehr, doch eben ging's. Vielleicht war es nur eine Krümmung in dem Glas. Da ist ja überhaupt kein Glas. Ja, gibt's sowas? Aha, da war ja wieder das Karnickel. Und siehe da, es war doch ein Spiegel. Schon der Tisch gedeckt. Was gibt's denn? Ob das schmeckt? Gebratenes Huhn? Oh, das wird munden. Rasch die Serviette umgebunden. Natürlich hat als echtes Zaubermeisterhuhn das Huhn nichts Besseres zu tun, als mit Gedacker wegzufliegen. Es ist doch zum Karnickel kriegen. Warum muss der Paul sich darauf versteifen, anderer Leute Bilder anzugreifen? Noch dazu bei einem Zaubermeister. Da geht's wieder Holterpolter und Kobeister über 43 Stufen. Und da hilft kein Hilferufen. Aha, es ist der kleine Zauberhase, wie es scheint, von mitleidsvoller Rasse. Allein nach diesem Trick, der schon ein wenig roh, möchte man sagen, na, es schien nur so. Es fällt das Schräubchen tief in die Zisterne, es kommt ein schauerlicher Hall aus weiter Ferne, doch irgendwas scheint wieder falsch gekoppelt. Das Häschen ist ganz unbeschadet längs gehoppelt. Nur als das Paulchen ganz behutsam Schritte macht, fällt es natürlich in den tiefen Schacht. Worauf das Häschen alles flink zusammenrollt und etwas tut, was es schon lange gewollt. Es staubt den Zauberteppich aus und Paulchen fällt zum Fenster raus. Das Paulchen, wie wir wissen, sonst kein Dummer, kapiert beim besten Willen nicht die Zylindernummer. Dass ein Karnickel kleiner wird und ganz verschwindet, ist etwas, was man nur sehr selten findet. Noch seltener, und das ist wissenschaftlich längst erwiesen, ist die Verwandlung aus dem Nichts in einen weißen Riesen.
Es platzte wegen mangelnden Interesses und viel Schnee des Zauberers geplante Blitztournee, worauf er mit dem Taxometer prompt genau in dem Moment nach Hause kommt, als Paul des Zaubermeisters Haus verlässt. Die Sache mit dem Riesenhasen gab ihm doch den Rest. Doch was ist das? Nun ist er wieder winzig, Kinder, Kinder, und hüpft in den bereitgehaltenen Zylinder. Es seufzt der Paul erleichtert auf, und als er sich zum Gehen wendet, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Denn dieses Abenteuer endet mit einem Zauber. Wie könnte es anders sein? Die Ohren wachsen und der Schwanz wird klein.